Ich war so, so verliebt in Herbert Grönemeyer. Außenwelle Westerminister, so bekloppte Versprecher. Ich habe ihn auf dem Schulhof kennengelernt. Das heißt, wir sind schon Urzeiten zusammen. Also ich fühle mir selber dann immer vor Augen, also wie dankbar ich bin, für was ich alles dankbar bin. Hello, hello. Hallo, es ist mal wieder soweit. Wir sind unterwegs und drehen eine neue Home Story und diesmal mit Ina. Hallo. Hallo. Komm, wir setzen uns an den Tisch. Gerne. Bada. Oh, schön, das ist hier. Ja. Ich liebe es auch. Es ist halt schön hell. Ja, die hellste Wohnung, in der wir je gewohnt haben. Das ist jetzt auch schon etwas länger. Und schöne hohe Decken. Ja, genau. Das ist halt echt. Dieser Platz ist geil. Ich habe mich direkt gefragt, wie die Pflanzen da oben hingekommen sind. hohe Leitern ist der Stichwort. Genau, also oder? Wir haben eine hohe Leiter und wenn man sich da ganz oben drauf stellt, sodass man schon Angst hat und sich dann ganz groß macht, dann kommt man da oben hin. Sehr gut. Aber so. Staubwischen machen wir da nicht so oft. Ne? Wir haben es uns jetzt hier schön gemütlich gemacht und mir brennt schon direkt die erste Frage richtig in den Fingern. Und zwar habe ich gelesen in der Vorbereitung, dass du dein erstes Interview mit Herbert Grönemeyer hattest ja. Und das mit 15 Jahren. Wie kam es dazu? Ich war so, so verliebt in Herbert Grönemeyer. Ein paar Jahre lang fand die Musik toll, den Typen toll. War auf ein paar Konzerten und habe mich dann einfach von meinem Papa, danke Papa, zum Konzert fahren lassen nach Wolfsburg, ein paar Stunden vorher und habe dann einfach so getan, als hätte ich ein Interview. Bin da zu einem der Aufpasser gegangen, zu den Security-Leuten und meinte, ja, ich bin von der und der Kinderzeitschrift, Menschenskinder hieß sie, und ich habe hier ein Interview mit Herbert Grönemeyer. Und der so, wir wissen von gar nichts. Und so, ich so, das ist doch aber jetzt total doof für mich. Ich bin den ganzen Weg hergefahren und so. Und dann, also vielleicht hat er den Braten auch gerochen, weiß ich nicht, aber er war total nett. Und im Endeffekt durfte ich dann zu Herbert Grönemeyer und ihn interviewen. Krass, wie war das für dich? Ganz toll. Ja. Er wird sich wahrscheinlich gefragt haben, warum hat die eigentlich noch nicht mal einen Stift und Zettel mehr? Hast du dir alles im Kopf gemerkt, genau. Direkt mit 15 Jahren? Also das war dann ein Interview zusammen mit einem anderen Menschen von der Zeitung. Das heißt, ich konnte mich da eigentlich so ein bisschen an den Rand heften und ihn eigentlich die ganze Zeit anhimmeln. Wie also, ging es dann weiter? Danach war ich dann nicht mehr in Herbert Grönemeyer verliebt. Das war super. Also das war total nett und er war ein toller Typ und so. Aber dann war ich aus dieser Verliebtheitsnummer zumindest raus. Und habe dann so ein normales Teenie-Leben gelebt, ohne größere Auffälligkeiten da bei uns auf dem Dorf, wo ich herkomme. Und nach der Schule bin ich dann nach Berlin gegangen, weil das Dorf, es ist so langweilig. Wo kommst du her schlimm. Direkt? Direkt von der Nordsee, gleich hin am Deich weg. Genau, es gibt da mehr Kühe als Menschen. Man konnte da halt echt fast nichts machen. Ne? Die nächste größere Stadt, so eine halbe Stunde mit dem Auto, hast noch keinen Führerschein, was machst du? Busse fahren nicht auf dem Land. War also Abi gemacht und direkt nach dem Abi bin ich nach Berlin gefahren, bin aus dem U-Bahnhof raus, Bülowstraße weiß ich noch, komm da raus und denk so, wow, ey, das ist meine Stadt. Das ist toll, so toll hier, weil du kannst im Schlafanzug auf die Straße gehen, dachte ich, und ist völlig in Ordnung. Okay, und wie bist du dann eigentlich zum Frühstücksfernsehen gekommen? Das ging übers Radio, weil ich irgendwann gemerkt habe, so, finde ich toll. Ich habe ganz gern den Sender Fritz gehört und dachte dann, okay, ich bewerbe mich mal für ein Praktikum. War noch mitten im Studium, habe Publizistik und Theaterwissenschaften studiert. Ja, und dann hat es mir da so gut gefallen. Ich habe das Praktikum gemacht und dann durfte ich gleich da bleiben als freie Mitarbeiterin. war da ein paar Jahre und dann habe ich mitbekommen von einer Kollegin, dass beim Frühstücksfernsehen wohl Nachrichtensprecherin oder Sprecher gesucht wird. Und dann habe ich unseren Chef angerufen, der immer noch der Chef ist. Liebe Grüße. Ganz liebe Grüße, genau. Und er so, boah, dann komm doch mal vorbei zum Casting. Das spricht ja wirklich unser Chef. Ja. Ja, und dann hat es geklappt. Toll. Ja. Und jetzt bist du lange Teil dieser schönen Frühstücksfernsehenfamilie. Und wenn du denn die Nachrichten dann moderiert hast, was machst du denn am liebsten in deiner Freizeit? Am
am liebsten in meiner Freizeit? Also, wenn ich Frühdienst hatte, schlafe ich sehr gerne erstmal eine Runde. Verständlich. Also, und danach bin ich am liebsten mit meiner Familie zusammen, mit meinen Kindern quatschen, was spielen, unterwegs sein, was zu essen machen. Und wenn da noch Zeit ist, und das ist relativ oft, gehe ich halt meistens noch Sport machen, vor allen Dingen schwimmen. Das ist so mein Element und da fühle ich mich einfach super im Wasser. Und du bist ja auch knallhart, weil du gehst ja auch wirklich im Winter ins Freibad, ne? Na, wenn sie im Winter auf hätten, würde ich es machen. Also sie hatten dieses Jahr bis Oktober auf, da habe ich es dann bis Anfang Oktober geschafft, bis es dann doch... Dann haben sie irgendwann nicht mehr geschafft, das Wasser warm genug zu machen. Und das muss dann auch nicht sein. So, kleiner Szenenwechsel. Lieblingsplatz im Übrigen. Von dir? Ja, Couch. Couch ist nicht dein Lieblingsplatz? Toll. Oder? Doch, auf jeden Fall. Aber ich habe auch bemerkt, ihr habt gar keinen Fernseher. Obwohl du beim Fernsehen arbeitest. Ja, das stimmt. Aber wenn man genau hinguckt, über der Dartscheibe hängt unsere Leinwand. Die ziehen wir dann immer runter und haben Beamer und da gucken wir dann immer. Ich frage mich natürlich, wenn du die Nachrichten moderierst, dann gibt es ja sehr oft leider auch sehr viele negative Nachrichten mit vielen Geschehnissen. Beeinflusst dich das im Alltag? Also manche Sachen nehme ich schon mit nach Hause, wenn das so ganz schlimme Dinge sind. Es geht mir schon sehr nah. Also beim Nachrichten präsentieren kann ich das oft noch so ausblenden und wenn ich dann nach Hause komme, also ich versuche nicht drüber nachzudenken, aber ich tue es natürlich trotzdem und es zieht dann schon ganz schön runter, ja. Und gibt es irgendwas, was du dann tust, um dich wieder so ein bisschen auf die Höhe zu bringen? Wahrscheinlich schwimmen. Genau, also schwimmen tut immer gut. Bewegung, mit meiner Familie zusammen sein, auf andere Gedanken kommen und einfach, also ich fühle mir selber dann immer vor Augen, also was für ein Glück habe, wie dankbar ich bin, für was ich alles dankbar bin und ja. Das dann ist ein guter Tipp für alle. Ja, genau. Und so kann ich dann auch wieder gut in den nächsten Tag gehen. Ja. Und ist dir bei den Nachrichten denn schon mal eine kleine Panne passiert? Wenn es nur eine wäre. Also mir sind, glaube ich, schon sehr viele doofe Dinge passiert, die sich jetzt nach außen, glaube ich, nicht unbedingt vermitteln. Aber so merkwürdige Versprecher wie... Außenwelle Westerminister, so bekloppte Versprecher, ja, wo du irgendwie Sachen verdrehst, weil du einfach morgens noch so müde bist. Natürlich, und an manchen Tagen natürlich noch müder als sonst, weißt du, wenn die Kinder nachts wach geworden sind, hast du vielleicht mal nur 2 Stunden geschlafen. Und dich dann zu konzentrieren, ist echt hart. Aber da das jedem passiert, also ich gucke ja auch viele sonstige Nachrichten oder Sendungen, denke ich immer, ey, alle kochen nur mit Wasser. Ganz natürlich, völlig in Ordnung. Du hast einen Mann und 3 Kinder. Wie hast du denn eigentlich deinen Mann kennengelernt? Willst du das wirklich wissen? Ja, unbedingt! Das ist total unspektakulär. Ich habe ihn auf dem Schulhof kennengelernt. Das heißt, wir sind schon Urzeiten zusammen. Er war damals der beste Freund von meinem besten Freund. Und der hatte immer so eine lila Jacke an. Und ich fand den am Anfang, dachte ich immer so, der ist arrogant, ist so ein, irgendwie so ein total arroganter Junge, was für ein Blöder. Und irgendwann, ich habe das selber gar nicht gemerkt, aber mein Kumpel schon, der wusste das schon viel eher, war ich dann verliebt und fand den doch ganz toll, weil er so besonders war. Was macht denn dein Mann eigentlich beruflich? Der arbeitet an der Uni, der ist Dozent für Grundschulpädagogik, also bildet neue Lehrerinnen und Lehrer aus, arbeitet sozusagen an der Basis, damit unser Schulsystem auch besser werden kann. Und manchmal ist er auch noch Musiker, also früher war er hauptberuflich Musiker und hat es aber irgendwann an Nagel gehängt, weil das ganze Rumtouren und so, das war dann familienmäßig doch ein bisschen schwierig. Wie ist es eigentlich für deine Kinder, dass du in der Öffentlichkeit stehst? Wie gehen sie damit um? Also die bringen mich immer sofort wieder auf den Boden der Tatsachen. Die finden es eher ein bisschen komisch. Ja? Ja, weil also ich im Fernsehen natürlich schon anders aussehe als zu Hause. Also ich bin da ja nicht so zurechtgemacht und habe auch in der Freizeit nie hohe Schuhe an zum Beispiel. Also ich bin eher der sportliche Typ und habe meine Sneaker an und so und da bin ich natürlich ganz anders und das findet gerade meine Tochter so, Mama, das ist echt
uncool. Also meine Söhne sind ja schon erwachsen, die ja, sehen das so ganz entspannt, aber auch mit sehr viel Abstand. So, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen nach oben und gucken mal, was da so ist. So. Du gehst vor? Ja. So, also hier ist unsere Hall of Fame. Viele sehr schöne Momente des Lebens. Oh, angefangen schön. Hier unser Hochzeitsbild. Oh, das musst du unbedingt zeigen. Da. Das ist leider das kleinste von allen. Ich glaube, das müssen wir mal vergrößern. Genau, das hier ist unser großer Sohn, der Leander. Und da in meinem Bauch ist der Marian drin. Genau, da ist der Marian und hat dann die Ella auf dem Arm. Genau, sehen natürlich alle jetzt inzwischen ganz, 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 ganz anders aus. Und hier ist jetzt noch unsere tolle Terrasse, die ich so liebe. Genau. Oh, im Sommer ist das bestimmt richtig toll. Ist auch im Winter toll, weil wenn da die Sonne hinscheint, kannst du auch bei 0 Grad in der Sonne dich hinsetzen mit dem Tee und ist voll okay. Oh, schön. Ich denke immer, oh, wie schön. Vitamin D, komm zu mir. Unbedingt. Und du hast hier ein richtig schönes antikes Stück stehen. Ja, das Sofa haben wir, glaube ich, schon seit 25 Jahren fast. Haben wir auf dem Flohmarkt gekauft. So, jetzt haben wir es uns hier nochmal schön gemütlich gemacht. Das ist echt eine sehr gemütliche Couch, finde ich. Ja. Du machst ja bei uns die Nachrichten, aber du machst ja auch Radio. Mhm. Gibt es noch irgendwas Berufliches, was auf deiner Bucketlist steht? Also, was du noch unbedingt mal machen möchtest? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich finde meine Jobs so toll, ja, allen voran natürlich der beim Frühstücksfernsehen, weil das Team ist halt so großartig. Ich liebe es, morgens sozusagen den Tag für die Leute einzuläuten und ihnen zu sagen, was in der Nacht wichtig war, was am Tag wichtig wird. Und auch beim Radio bin ich ja auch schon sehr, sehr, sehr lange und kenne die Leute sehr gut. Und das ist halt beides so wie meine Zweit- und Drittfamilie. Und privat? Gibt es da was, was auf deiner Bucketlist steht? Privat, ja, da steht was auf meiner Bucketlist und zwar ganz dringend, weil mein mittlerer Sohn jetzt nämlich nach Kanada gezogen ist. Der ist ja an der Uni und den wollen wir natürlich dringend besuchen und das mal gucken, ob wir das zu Ostern schaffen. Ich hoffe, Corona lässt es zu. Das wäre ganz toll. Also das Land kennenlernen, natürlich ne, meinen Sohn sehen. Ja, und ansonsten, was dann noch auf meiner Bucketlist steht, ist auch ganz wichtig, ist noch weiter weg. Ich will unbedingt mal nach Australien und da so Strandhopping machen, weil ich liebe Strände, das ist für mich das Allerschönste. Ja. Und da gibt es ja diesen Känguru-Strand, wo du die Kängurus treffen kannst und der ist halt strahlend weiß, Wasser im Schreien, blau und Muscheln und so und da möchte ich gerne hin. Also hast du auch keine Phobien irgendwie gegen Spinnen? Oder, doch, ja, oder doch, Schlangen, ja. Oh, ganz schlimm oder Skorpione oder so. Aber ich hoffe, dass sie jetzt direkt am Strand nicht so, nicht so, würde ich aufpassen. Nicht so in Massen vorkommen. Also ich werde mich vorher gut informieren und ein entsprechendes Notfallset dabei haben. Gibt es sonst irgendwelche Ängste, die du hast? Doch, wenn ich nachts im Bett liege, ich weiß, ich habe Frühdienst, habe eh nur noch wenig Zeit zu schlafen, habe ich manchmal Angst, dass ich nie wieder einschlafen kann. So, da weiß ich auch schon, das kenne ich schon. Ich muss einfach liegen bleiben und irgendwie zähle von 50 rückwärts und dann bin ich eigentlich schon wieder ein. Das hilft ja. Dir? Ach krass. Ja, okay. Gelegentlich schon, nicht immer. Ja, in ganz krassen Fällen nicht, aber meistens schon. Ja, Ina, vielen Dank für diesen schönen Einblick in dein privates und berufliches Leben auch. Ja, voll gerne. Schön, dich zu besuchen. Kommt bald wieder.